Gestern kam eine neue Corona-Schutzverordnung raus. Ja. Unser Herr Gesundheitsminister oder Minister für Soziales, Gesundheit und bla 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 hat gestern eine neue Verordnung rausgegeben, ganz schnell ad hoc vom 11.01. Tritt morgen in Kraft und wir dürfen morgen alle im Freien auf allen Versammlungen, egal wie viele wir sind, Masken tragen. Das Amtsgericht Weimar hat dazu vor ein paar Monaten schon ein schönes Urteil geschrieben. Es gibt anerkannte Aerosolforscher, die haben dazu Gutachten geschrieben. Es ist mittlerweile klar, dass es keine Infektionsgefahr unter freiem Himmel gibt. Und es ist sowieso klar, dass diese Masken der letzte Schrott sind. Dass er mit so einem Stoffgefummel da, mit Löchern drinne, die so groß sind wie Scheunentore, eine Mücke aufhalten kann, der muss auch auf den Kopf gefallen sein. Tut mir leid, aber ist so. Ich meine, 10 Millionen Chinesen in China, die ja an einer Studie teilgenommen haben, vielleicht nicht ganz freiwillig. Da wurde das ja alles schon festgestellt. Von daher, gut, wir sollen Masken tragen. Ich denke, wir sollten laut sein und uns da ganz klar positionieren. Und deswegen stehen wir hier, weil ich denke, man kann nicht einfach Grundrechtseinschränkungen Scheibchen für Scheibchen immer wieder weitertreiben, so wie unsere Landesregierung das im Moment tut, ohne dass wir hier ganz laut sagen, nein, stopp und bis hierhin und nicht weiter. Ich möchte an dieser Stelle noch einen Artikel aus dem Grundgesetz zitieren. Artikel 3. Das ist der Gleichheitsgrundsatz. Ich werde ihn jetzt nicht vorlesen. Alle Menschen sind gleich. Nur manche sind gleicher. Nämlich die Geimpften und die Genesenen. Obwohl die genauso, wenn nicht gar mehr, ansteckend sind. Als jeder gesunde Ungeimpfte. Trotzdem werden Ungeimpfte ausgegrenzt, benachteiligt und der Artikel 3 mit den Füßen getreten. Und ich könnte jetzt hier, ich habe hier tatsächlich zwei Blätter, ich könnte hier jetzt hier 10, 12 Artikel vorlesen, die allesamt eingeschränkt sind. Alle, alle. Unser Grundgesetz ist nicht das Papier wert, auf dem es steht. Und ihr seid so laut, als wären wir 800. Thank you.
das Testproblem vernommen und durchgesetzt, dass man ab jetzt nur noch die Kranken testen lässt. Julis Familie, dieser. Doch der Professor, der sagt, aber das ist einfach nur nach.